So, heute geht's mal weiter mit einem neuen Skript-Tutorial. Und zwar, ich meine, jeder von euch kennt das Problem. Ihr packt irgendwas in den Ofen rein und es dauert einfach ewig. Das muss allerdings nicht sein, es geht auch schneller. Und zwar kann man das Ganze schön und ich sag's mal relativ ja, handlich einstellen, sagen wir so. Und theoretisch kann man es wirklich. Also man könnte es theoretisch wirklich so machen, dass man wirklich Öfen ausgibt, die zum Beispiel entweder länger brennen oder schneller brennen oder beides oder langsamer brennen und es gibt auf alle Fälle relativ viele Möglichkeiten. Genau, das Skript hier stammt nicht von mir, sondern von der Simply Sam. Der Simply Sam, von dem habe ich das Skript. Und genau, ich werde das Ganze jetzt allerdings hier reinkopieren und ein bisschen was dazu erklären. Am Anfang haben wir erstmal den ersten Comment, der ist relativ einfach. Den kopiere ich jetzt einfach mal das Ganze rein, um es zu erklären. Wir haben ein bisschen größeres alles. Immer einfach mal den Comment fast smelt. Permission OP ist optional und so weiter. On enable. Im Prinzip, was das Ganze macht, ist, es setzt einfach erstmal eine Variable zu true oder es löscht eben eine Variable. Muss man jetzt nicht so viel erklären. So, dann haben wir das Event. Und zwar ist das on fuel burn. Kann man so schlecht reinkopieren. Ey Tom, ich weiß nicht, warum das so blöd ist. Vielleicht hat jemand eine Lösung dafür. Der fügt bei mir haufenweise Tabs mit ein. Ich weiß nicht warum. Ganz komisch. On fuel burn. Dann wird erstmal gecheckt, ist fast smelt auf true. Wenn es auf true ist, dann wird gecheckt, ob halt eben schon Cooktime gesetzt ist. Also ob das quasi auf 0 ist. Und wenn sie überhaupt auf 0 ist, dann wird die Cooktime 180 Sekunden, wobei 180s geaddet. 180s sind allerdings, glaube ich, Ticks. Also, ich weiß nicht, warum da das S steht. Das müsste eigentlich irgendwie T heißen, aber zumindest 180 sind Ticks, theoretisch. Theoretisch, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn ich das richtig sehe, sind das eigentlich dann 180 Ticks. Das heißt, knapp 10 Sekunden oder so. Ungefähr. Genau. Dann haben wir einmal Wait One Tick, beziehungsweise ich kopiere das nächste Mal als ganzes Ding rein. Und zwar schaut das Ganze so aus. Das kommt hier hin. Erstmal einen Wait One Tick. Das muss auf alle Fälle mit rein, weil sonst funktioniert es nicht. Dann haben wir einfach die Burn Time. Da wird der Tag Burn Time geaddet. Das ist ein NBT-Tag, den können wir nicht umbenennen. Genauso wie Cook Time. Das ist ebenfalls ein NBT-Tag. Und kann man nachlesen auf dem Minecraft-Wiki. Da sind die ganzen Tags mit drin und so weiter. Genau. Also, diese Variable Burn Time wird zu einem Tag erstmal gesetzt. Das heißt, dieser NBT-Tag ist dann quasi erstmal hier dann verankert. Und die Burn Time wird dann quasi durch 10 geteilt. Also man setzt die Burn Time zur Burn Time geteilt durch 10. Das heißt zu 18s bzw. 18 Ticks, also ungefähr knapp eine Sekunde ungefähr. Ja. Und am Schluss addet man quasi dann eben diesen NBT-Tag, also den Burn Time und dann eben die Anzahl, also 18 Sekunden oder 18s sind zumindest 18 Ticks, wie auch immer, zur MBT von dem Eventblock, also quasi von dem Ofen. So, dann geht's weiter. Und zwar gibt es einfach nur ein On-Smelt-Event, im Prinzip ganz simpel. Und mir fügt so eine haufenweise Leerzeichen ein, warum auch immer. Wenn eben wieder Fast-Smelt true ist, dann wird quasi halt eben Cook-Time 180 Sekunden geändert. Wie ihr seht, Burn-Time und Cook-Time klingt ähnlich, ist aber ein Unterschied. Cooktime bedeutet quasi, wie lange es wirklich braucht, um ja, gekookt, in Anführungsstrichen, zu werden. Also wie lange es braucht, um dieses Item dann zu ja, schmelzen. 180s sind aus mir unerklärlichen Gründen eine Sekunde. Auch wenn es 180 Ticks wären, wären es fast 10 Sekunden, beziehungsweise 9 Sekunden, aber es sind, also 180s sind tatsächlich eine Sekunde ungefähr. Frag mich jetzt nicht, warum. Ist es einfach so. So, wie schaut das Ganze dann wirklich in-game aus? Achso, genau, und Burntime ist dann die Brennzeit, wie es schon sagt, von Kohle oder was auch immer, was quasi das Fuel ist, also das Brennmaterial.
Das Ganze haben wir quasi nur drin, damit man jetzt zum Beispiel, also man schmilzt ja, man schmilzt da zum Beispiel in einer Sekunde ein Item. Würde man es rauslassen, dann hätte man Fuel für 10, na, wie war das? Ich glaube, ein Kohle kann 8 Eisen schmelzen oder 8 Erz schmelzen. Das Ganze geht allerdings nach Zeit. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie, also wenn es ein Erz schmelzen 10 Sekunden dauert, dann hätte man quasi genug Fuel für 80 Erz statt 8 Erz. Und genau. So, wie schaut das Ganze aus? Jetzt muss man das Ganze natürlich noch enablen. Und zwar SK-Reload-Tutorial. Achso, speichern wir noch eine Idee. Einmal abspeichern. Ui, wir haben wieder falsche Tabs gesetzt. Das ist super. Wo haben wir die hier? Line 16. Ah, es ist super, super nervig. Ich weiß nicht, Item ist zwar nicht schlecht, aber ich kann damit nicht arbeiten. Es ist nicht so geil. Es fügt komische Tabs ein oder Leerzeichen ein und das ist ganz, ganz komisch. So, genau, dann kommen wir jetzt zum Enablen, slash fast smelt on. Fast smelt enabled. Und wenn wir jetzt quasi hier Kohle reinhauen, dann geht das Ganze ziemlich schnell. So, genau, im Prinzip dauert es genau eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob man es noch weiter runterbringen kann. Die Kohle bzw. die Brennzeit wird ja automatisch reduziert, um ja einen großen Teil zumindest. Also das heißt, man braucht dann wie früher quasi eine Kohle für 8 Items. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen rumspielen und einfach mal schauen, was kann man so machen. Habe ich auch nicht gemacht. Mal schauen, was passiert. Wir machen zum Beispiel mal Cooktime 10 Sekunden. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das gleich alles sprengt. Oh. Okay, Jetzt geht es irgendwie langsam oder genauso schnell wie vorher. Die Frage ist, ich weiß nicht, was es mit diesen 180 Sekunden auf sich hat. Sollen wir mal 360 ist. So, 360. Oh. Oh. Okay, das ging schnell. Das ging minimal schnell, würde ich mal sagen. Ja, lol. Das geht fix. Das ist nicht mal ein Quality of Life Feature. Also wie ihr seht, ihr könnt einfach rumspielen und wie gesagt, das gleiche funktioniert natürlich auch mit der Cooktime und so weiter. Und genau, kleines, riesiges, fettes Problem. Das Ganze funktioniert nicht auf der 1.12, weil da einfach der NBT-Tags fürs oder von Script von SK-Stuff buggy sind. Das heißt, es funktioniert nur auf der 1.8 und für den Großteil der Leute, die gerade zuschauen, yep, ihr wurdet gerade um 8 Minuten eures Lebens gescammt. Es ist eigentlich jetzt gerade für euch komplett useless gewesen zuzuschauen, aber vielleicht findet jemand eine Lösung oder einen Workaround und wenn ihr sowas habt, dann lasst es mich auf alle Fälle wissen, schreibt es in die Kommentare drunter und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.